Und wir kriegen den Turm. Leute, was kriegen wir jetzt für einen Champion? Wer wird es diesmal sein? Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Wartegame. Und heute werden wir uns die Black Friday Angebote kaufen. Let's go. Hey Leute, ich verlose 3 Clash of Clans Goldpässe, iTunes, Google Play oder Amazon Gutscheine im Wert von 3x15 €. Wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Like lassen und einen Kommentar verfassen. In diesem schreibt ihr dann Hashtag Vato2021 und das Datum, an dem ihr glaubt, dass ich die 10.000 Abonnenten erreiche. Die Person, die am nächsten tippt, hat gewonnen. Die 2 weiteren Gewinner werden nachher zufällig ausgelost, sodass man auch mit ein bisschen Glück eine zweite Chance hat. Sollten jedoch mehrere Leute das richtige Datum kommentiert haben, wird derjenige als Gewinner ausgezeichnet, der als erstes dieses Datum vorgeschlagen hat. Die Gewinner werden beim 10.000 Abonnenten Special bekannt gegeben. Also seid daher schnell und viel Glück. Hehehe. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt rein in das Battle mit den Clan-Boten und danach werden wir uns die Black Friday-Angebote holen. Ich möchte euch nämlich eine Sache zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so noch macht, aber ich finde das eigentlich eine ganz gute Strategie. Einfach die erste Minute mit Elixier-Collectors einfach Elixier farmen. Einfach Elixier farmen und dann in der letzten Minute, wo man auch, glaube ich, etwas mehr Elixier bekommt, angreifen gehen. Das hat eigentlich bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Genau. Ich würde dann jetzt auf jeden Fall gleich hier einfach ein paar Elixierpumpen spammen. Wie gesagt, richtig geile Methode. Könnt ihr zu Hause auch auf jeden Fall ausprobieren. Weil meistens spiele ich halt immer ein Duell. Da benutze ich dann entweder 2 oder 3 Decks. Und das heißt, mit dem einen Deck, falls ich zwar mit 2 Stunden gewinne, greife ich einfach nochmal einen anderen random Spielmodi an. Und mit dem vierten Deck greife ich dann immer hier in der Clankriegsliga an. Und das kann man, glaube ich, echt gut machen. So, jetzt haben wir auch gleich hier die doppelte Elixierphase erreicht. Perfekt. 60 Sekunden left. Und dann würde ich sagen, greifen wir jetzt an. Wir tun hier schon mal einen Packer rein. Ganz nach hinten. Dann mit einem Executioner. Weil der natürlich ganz, ganz wichtig ist für den Flächenschaden. Jetzt haben wir hier die Wallbreakers. Die sind auch ziemlich geil. Die spiegel ich einfach mal. Dann haben wir hier wieder den Packer. Dann noch den Executioner. Und dann auf jeden Fall noch, wenn es geht, den Rage-Zauber. Let's go. Das wird richtig geiler Damage. Wir haben den Turm bekommen. Richtig geil, richtig geil, richtig geil. Und ja, das war's eigentlich. Ich wollte einfach nur den Turm bekommen. Natürlich war der jetzt hier etwas angeschlagen, aber ihr habt gesehen, was das für ein übelst krasser Push war. Also, das ist schon krank. So, ich tue auf jeden Fall hier schon mal den Packer platzieren. Da schon mal die Wallbreakers, damit er den Packer auffängt. Dann hier nochmal den Executioner. Und das sollte hier, glaube ich, kein Problem sein für uns, das zu verteidigen. Die Frage ist, kriegen wir noch den Tower? Lass das gleich mal schauen. Hier noch schnell die Wallbreakers. Dann noch ein Wutzauber. Der Mega-Ritter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber können wir das noch schaffen? Es geht halt wenigstens darum, dass wir noch gut Schaden machen. Deswegen, let's go. Ram Rider. Aber die ist aber auch ganz schnell weg. Und wir kriegen den Turm. Let's go. Mit 7 Sekunden übrig. Richtig, richtig geil. Wie gesagt, mega geile Methode, hier mindestens einen Turm zu bekommen. Wenn es geht, auch 2. Und ja, das ist wichtig, weil falls ihr nicht wisst, wie Clan-Boot-Verteidigung funktionieren, wenn zum Beispiel eine Verteidigung überlebt, dann geht das Boot 13 Seemeilen voran. Und das heißt, das gegnerische Clan-Boot würde 13 plus 11, also 24, dann 31 und 36 Seemeilen vorangehen. Und da ich das, den ich jetzt gerade zerstört habe, fährt er jetzt 17 Meilen weniger. Und das ist gut, weil dann kommen sie nicht so schnell voran. Und deswegen immer schauen, das Boot, wo am wenigsten, also das halt die wenigsten Verteidigung hat, einfach attackieren. Und genau, mit einem Deck halt am besten und dann das andere Deck versuchen im Duell zu gewinnen. Weil das gibt natürlich auch noch Punkte. Genau, und das ist, glaube ich, die beste Strategie, die man haben kann im CK. Ja, ich hoffe, es hat euch etwas geholfen. Ja, den Pass habe ich schon längst fertig. Noch eine Woche muss ich warten, bis was Neues kommt. Ja gut, Magic Items sieht bei mir eigentlich auch ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt in den Shop rein und holen uns einfach mal hier die unteren 3 Sachen, weil das obere finde ich ein bisschen zu overpriced. Weil du kriegst einfach für 20 Euro bei den unteren Sachen
256.000. Und jetzt wegen den 100.000 einfach noch 20 Euro mehr zu bezahlen, finde ich nicht so geil. Kriegst natürlich 15 Legis, aber du kriegst hier einfach einen garantierten Champion. Das ist halt viel, viel geiler. Gut, dann würde ich erstmal mit dem 10-Euro-Pack anfangen. Ah, nice. Magic Coin. Ich hoffe, die stacken sich, wenn man die kauft. Aber ich glaube schon. Ist ja ein Clash of Clans auch so. 100 epische Joker. Richtig geil. 2500 Wildcards. Mega geil. So, dann haben wir hier noch die Lightning Chest. Dann holen wir uns die. Oh, okay, let's go. Jetzt haben wir noch 4 weitere Chest Keys bekommen. Auch ganz geil. Ja, es wird gestackt. Okay, zum Glück. Sonst wäre das ein bisschen gewastet. Kriegen noch etwas Gold. 113 Electro Spirits. Nicht schlecht. 22 mal der Riese. Geil. Und 2 mal der Golem. Jetzt halt die Frage, will ich das striken lassen? Ich würde gerne das hier striken lassen. Ich möchte nämlich entweder den Koboldbohrer bekommen oder die Mauerbrecher. Ja, perfekt. Ich habe einen Koboldbohrer bekommen. Das heißt, ich skippe einfach mal die Strikes, glaube ich. Ja, perfekt. Geilo. Hat sich ja richtig gelohnt. Und dann würde ich sagen, holen wir jetzt noch das letzte Angebot in der Mitte. Und zwar die Royal Wild Chest. Okay, jetzt sind wir da. Wir kriegen 9500 Gold, sind damit schon bei 200.000 Gold. Richtig geil. Dann kriegen wir noch 200 Common Wildcards. Dann kriegen wir noch 55 Rare Wildcards. Okay, man kriegt ja eigentlich nur Joker. Nur der Champion ist neu, stimmt. 15 epische Joker. Dann nochmal natürlich eine legendäre Wildcard. Und Leute, was kriegen wir jetzt für einen Champion? Wer wird es diesmal sein? Es ist wieder die Archer Queen. Let's go. Geil. Richtig und wichtig. Ich will die unbedingt auf Level 14 bekommen nächste Season. Wenn es geht, am besten auch mit dem Book of Books. Und vielleicht gibt es ja schon im Winter-Update ein neues Update mit Champion Joker und Champion Büchern. Wer weiß. Also die haben gesagt, das wird kommen. Die Frage ist, wann. Nicht ob, sondern wann. Aber geil auf jeden Fall. Hab den richtigen Champion bekommen. Sehr schön. 205.000 Gold. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Oh, aber krass, hier habe ich einfach unnormal viel. Das ist cool. So mag ich das. So, dann würde ich gucken, was machen wir jetzt? Was können wir upgraden? Na gut, wie gesagt, hier kann ich nichts benutzen. Dann gehen wir mal hier zu diesem Deck hin, weil ich das ja eigentlich gerne benutze. Oder nee, ich gehe zu meinem Clan-Decks. Genau. Ich würde übelst gerne den Hawk Rider maxen. Da kann ich ja doch die Wildcards benutzen, oder? Ja, 527. Perfekt, reicht gerade noch so aus. Let's go, dann kann ich das auch upgraden. Level 14 Hawk Rider. Richtig und wichtig, vor allem für den Clankrieg. Die Frage ist jetzt, wen will ich als nächstes maxen? Ich gehe noch kurz in dieses Deck rein. Okay, Feuerball des Max, das heißt, ich brauche keine Rares. Das heißt, ich mache die Musketieren hoch, weil es einfach richtig wichtig ist, dass die überlebt. Oder halt einfach mehr Schaden macht und mehr tanken kann. Gut, das heißt, die ist schon mal hoch. Dann haben wir noch restliche Karten übrig. Lass mal kurz gucken. Der Poison wäre ganz geil. Wobei, ich bin mit dem Deck bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ich würde vielleicht die Kanone hochmachen. Lass dann dafür ein paar Common Wildcards benutzen und eine Magic Coin benutzen. Let's go. Max Level. Geil. Bin jetzt mit dem Deck eigentlich ganz zufrieden. Jetzt gehe ich wieder hier hin und jetzt muss ich gucken, was würde ich gerne upgraden. Ja, Warbreakers würde ich sagen. Die sind doch ganz wichtig. Dann nehmen wir hier einfach mal die Magic Coin. Let's go. Level 14. Und dann haben wir natürlich hier noch den Koboldbohrer. Da kann ich natürlich auch noch die Magic Cards benutzen. Let's go, der ist jetzt auch maxed. Richtig geil. So habe ich jetzt kein Gold mehr. Aber das ist nicht schlimm. Ich werde auf jeden Fall noch streamen. Also das Video kommt natürlich nach dem Stream raus. Und da kann man, wenn man 20 Siege kriegt, 100.000 bekommen. Und so eine geile Chest. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Aber hoffentlich schaffe ich das auch. Weil es wird, glaube ich, schwer. Gut. Wo war das denn jetzt hier? Genau. Ich kann den Poison auch auf jeden Fall maxen. Halt nicht upgraden, aber hochziehen mit den Karten. Ups, mit den Karten hochziehen. Jetzt habe ich den Poison gelöscht. Das war nicht so geil. Aber ich tue einfach wieder rein. So, jetzt nicht mehr klicken. Genau, Wildcards.
Perfekt. Kann man sonst noch irgendwas machen? Ja, das reicht erstmal, würde ich sagen. Ich habe jetzt nichts gestackt. Perfekt. Ja, geile Folge auf jeden Fall. Wie gesagt, macht beim Gewinnspiel mit, damit ihr gewinnen könnt. Wird ungefähr so Anfang Januar aufgelöst. Und dann würde ich sagen, wie immer Leute, Kanal abonnieren, Like da lassen, Glocke aktivieren und nächstes Video nicht verpassen. Ciao. We'll be right back.